Möglich wurde für mich eine magische Begegnung mit Helene Fischer. Frisch gestylt machte ich mich auf den Weg nach Berlin, um sie hoffentlich zu verzaubern. Nach 5,5 Stunden bin ich in Berlin angekommen. Helene durfte ich vor ihrem Live-Auftritt im Rahmen der Carmen Nebel-Show treffen. Und da war dann wirklich der Moment gekommen. Der Moment, an dem ich Helene Fischer treffen würde. Und das ist schon eine tolle Frau. Und ich wusste ja, dass ich ihr sehr, sehr nahe kommen würde. Ich bin relativ angespannt, aber es ist ein positives, angenehmes Gefühl. Wir sind gerade zwischen Generalprobe und Live-Auftritt von Millionen von Zuschauern. Und ich darf gleich in ihre Garderobe, was ich sehr spannend finde. Hallo. Hallo, freut mich sehr, Farid. Freut mich auch, hallo Farid. Ja. Helene, hallo. Gut siehst du aus. Vielen Dank. Ich hab gehört, du warst beim Friseur. Ja, extra für dich. Echt? Ich hab gedacht, der erste Eindruck ist der wichtigste. Und ja, vielleicht ist meine Frisur so ablenkend, dass es gar nicht mehr so richtig um die Illusionen Ach, geht. Das ist dein Trick. Das ist meine Ablenkung da oben. Okay. Wie geht's dir? Mir geht's gut, vielen Dank der Nachfrage. Also ich, ja. Du hast gleich einen wichtigen Auftritt, live. Ja, genau. Weißt du schon, was performst du? Drei Songs aus meinem neuen Album, Nur mit dir. Mein Lieblingssong. Ach, wie süß, ja. Okay, nur mit dir singe ich, dann eine sehr, sehr schöne Ballade, weil Liebe nie zerbricht, und mit dem Wind so eine Country-Band-Nummer, sag ich jetzt mal. Okay, sehr spannend. Ja, und ich freue mich aber vor allem auf unsere gemeinsame Aktion jetzt, weil ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich habe mir was Besonderes einfallen lassen für dich. Okay. Ja. Wie findest du Magie? Magie ist einfach wirklich Faszination pur, aber die Leute sind schon auch verwöhnt. Und wenn man so eine Kiste aufmacht und haha, tata, das ist nicht mehr das... kickt die gar nicht mehr. Und alles, was klein und zwischenmenschlich passiert, das ist für mich eigentlich die wahre Magie. Und ich freue mich total, dass ich dich kennenlernen darf. Sehr schön, vielen Dank. Und dass wir, dass ich heute auch mal so in den Genuss kommen darf, mit dir ganz intim quasi zu arbeiten. Finde ich ganz toll. Ja. Vielen Dank. Habt ihr gesehen? Sie hat mich angefasst. Mein erster Eindruck, sie ist unglaublich sympathisch und sehr, sehr natürlich. Hast du Lust, mal ein modernes Kartenkunststück zu sehen? Definitiv, das, klar. Das auch ein bisschen sexy ist. Okay, ja, super. Helene, darf ich dich rüber bitten? Ja, klar. Vielen Dank. Du kannst gerne sitzen. Okay. All diese Spielkarten hier sind verschieden. Jede einzelne unterscheidet sich voneinander. Und ich möchte dich jetzt gleich bitten, einfach mal irgendeine Karte, die auszusuchen. Entweder hast du eine Lieblingskarte oder eine Karte, die du siehst. Okay, wir machen mal weiter. Stopp. Wo? König, ich war beim König, keine Ahnung. Welcher? Der Schwarze. Der Schwarze, der Pik-König. Genau. Ich möchte dir den Pik-König geben und möchte dich um einen Gefallen bitten. Und zwar... schreibst du deinen Namen auf die Karte? Auf die Bildseite. Okay. Mein vollen Namen. Mhm. Nachname auch? Kann auch dazu. Das entscheidest du. Okay. Schön, ich nehme die Spielkarte zurück. So, wir nehmen deinen Pik-König mit deinem Namen drauf und falten ihn zusammen. Und er kommt an einen sehr, sehr besonderen Ort. Und zwar möchte ich dich bitten, einfach mal drauf zu beißen. Perfekt, vielen Dank. Soll ich den drin lassen? Ja. Ach so, okay, alles klar. Ich nehme auch eine Karte, ich nehme die Pik 4 und schreibe meinen Namen hier drauf. Ach so, da ist eine Unterschrift drauf. Boah, ja, okay. Und nehme die Pik 4 und falte auch die zusammen. Und die kommt ebenfalls an einen sehr, sehr besonderen Ort, und zwar zwischen meine Zähne. Mhm. So. Darf ich dich einmal um deine Hände bitten und bitten aufzustehen? Das ist kein Heiratsantrag, oder? Ich geh auf die Knie, nein. Okay. Mhm. Komm ein bisschen näher. Okay. Noch ein bisschen näher. Alter. Schon habe ich hier deinen Pik-König unterschrieben von dir. Und schau du mal nach, was du zwischen den Zähnen hast. Nein. Das ist meine Pik 4 mit meinem Namen drauf. Was hast du das jetzt gemacht? Ich habe so fest drauf gebissen, wirklich, es kann gar nicht sein. Und dann sind wir uns immer näher gekommen. Ich habe wirklich schon ein bisschen gedacht, okay, es geht mir jetzt gerade ein bisschen, wird mir zu nah. Und dann hat er gesagt, ja, noch näher, noch näher.
Ja, und schwupps waren die Karten vertauscht. Das ist für mich so eine Art hohe Kunst, die nicht greifbar ist. Verstehe ich überhaupt nicht, wie das gehen konnte. Bin ein bisschen geflasht gerade. Okay. Vielen Dank. Krass. Und wir haben uns nicht geküsst? Nein. In meiner Fantasie wollte ich ja eigentlich viel näher kommen. Aber die Herausforderung, ihr so nah zu sein und gleichzeitig die Konzentration zu halten, damit alles funktioniert. Puh. Helene. Ja, okay, ich muss drüber hinwegkommen. Gut. Helene, ich habe gerade im Augenwinkel gesehen, dass dein neues Album da liegt. Darf ich mir eins nehmen? Ja, klar. Du. So. Das ist die Deluxe-Edition, die habe ich auch im Auto. Okay. Schaut, so sieht sie aus. Schaut genau hin, sie wird gleich noch eine wichtige Rolle spielen. Je öfter ich dein Album höre, desto eher entführst du mich in eine fantasievolle, heile Welt. Danke. Ja, sehr, sehr gerne. Ist das dein künstlerischer Anspruch? Ja, natürlich. Also ich bin ja auch Künstlerin nicht nur geworden, weil ich das alles für mich mache, sondern weil ich natürlich den Menschen etwas wiedergeben möchte. Und naja, es hat lange gedauert, aber ich bin wahnsinnig stolz auf dieses süße Baby da. Suchst du die Songs auch danach aus? Als allererstes suche ich mir natürlich Songs aus, weil sie mich ansprechen, weil die Melodie etwas mit mir macht. Im nächsten Step kommt dann der Text hinzu. Also klar, das sind so die Vorgehensweisen, da muss mich zuerst mal die Musik und die Melodie überzeugen, ja. Mhm. Dürfte ich dich um ein Autogramm bitten? Ja. Auf dem Album? Mhm. Ja, ist nicht meine schönste Unterschrift. Ist nicht schlimm. Helene, mein persönlicher Lieblingssong von dir, Nur mit dir. Nur mit dir ist ein wundervolles Liebeslied. Da geht es darum, mit einem besonderen Menschen besondere Dinge zu teilen. Mhm. Es gibt allerdings auch Dinge, die teilt man mit sich selbst. Mhm. Geheimnisse zum Beispiel. Ja. Ich möchte dich bitten, heute ein Geheimnis nur mit mir zu teilen. Mhm. Ohne Worte. Wenn ich dich bitten darf, dir mal ein Geheimnis zu überlegen. Mhm. Und dir selbst in die Augen zu schauen. Okay? Kann auch was Witziges, Banales sein. Ja, irgendwas, also nichts, irgendwas okay. Persönliches, was man nach Möglichkeit nicht kennt. Okay. Genau. Okay. Und du schaust dir selbst in die Augen und versuchst dir das bildlich vorzustellen. Wenn es Farben gibt, stellst du dir die intensiver vor. Wenn es Gerüche gibt, riechst du die intensiver. Okay. Du schaust dir selbst in die Augen. Ich glaube, es gibt ein Wort, das dein Geheimnis beschreiben könnte. Stimmt das? Mhm. Ja? Konzentrier dich auf das Wort. Schau dir selbst in die Augen. Häng immer intensiver an dieses Wort. Immer mhm. intensiver, so dass sich das Wort quasi in deine Gedanken eingraviert. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Okay. Helene, achte mal bitte auf deine beiden Ringe. Ja. Ein Ring davon hat etwas mit deinem Geheimnis zu tun. Darf ich dich mal bitten, beide Hände so aufzuhalten? Wie eine Schale? Perfekt. Ja. Dann, schau mal. Der Ring ist hier. Verschwunden, obwohl deine Unterschrift drauf ist. Nein. Und gerade. Alter! Das kannst du nicht machen! In deine Hand gefallen. Das geht nicht. Helene, schau mich mal an. Ja. Ich glaube, das Wort, an das du denkst und mit deinem Geheimnis zu tun hat, heißt Türen. Stimmt das? Ja. Ja? Weißt du, wer ich das weiß? Ich habe dich gebeten, ganz, ganz, ganz intensiv an dieses Wort zu denken. Das Wort sollte sich einbrennen, eingravieren in deine Gedanken. Es hat sich aber nicht nur in deine Gedanken eingraviert, sondern auch in den Ring hier. Wahnsinn. Oh. Okay. Okay, das ist mir zu viel. Oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Das ist eine wunderschöne Idee. Also, das so aus meinem Cover, also irre. Ich meine, da steht einfach Türen in meinem Ring jetzt reingraviert. Das ist schon ein bisschen verrückt. So habe ich es mir in meinen Planungen erhofft, dass ich Helene mit einer eigens für sie kreierten Illusion erfreue, beeindrucke, verzaubere. Aber natürlich war ich auf das Geheimnis gespannt. Was steckte hinter dem Wort Türen?
Magst du das Geheimnis mit uns teilen? Ja, oder ja, ja, ja. Ich bin nur gerade so. Das ist so spooky alles. Also ja, für mich sind Türen auf der einen Seite, ja, durch die ich immer gehe, aber ich habe ja nur gedacht, wie ich im Bett liege und es muss immer alles zu sein. Das ist so meine Macke, die ich habe. Okay. Und alle Türen, alle Schubladen, wie gesagt, es muss immer alles zu sein und dann kann ich schlafen. Mein Geheimnis, meine Macke, mein Mantra fast schon, jetzt wird es zu meinem Mantra so, dass ich durch alle Türen gehen muss. Ich muss jeden Schritt beschreiten. Geil. Einfach geil. Ich kann es nicht anders sagen. Dankeschön. Und vor allem fehlt auf meinem Cover der Ring. Guck dir doch mal, da habe ich doch andere noch hier liegen. Da, so sieht mein eigentliches Cover aus. Da fehlt jetzt der Ring, der ist jetzt hier. So stelle ich mir Magie vor. Das ist ja so toll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen baff einfach. Und vor allem jetzt habe ich den nochmal. Geil. Der ist schon so alt und der bedeutet mir auch ganz viel. Und meine Fans wissen auch, dass ich trage diese beiden Ringe immer. Und das ist ganz, ganz toll. Das habe ich so auch noch nie erfahren, erleben dürfen. Also, dass mir jemand so nahe sitzt und dann, das ist ganz, ganz schön. Also, Riesenkomplimente an dich. Danke sehr. Er hat wirklich eine Aura, die auch speziell ist. Vielleicht ist es auch so dieses Wissen, dass da gleich was passiert. Aber er hat eine ganz tolle Ausstrahlung, muss ich sagen. Also ihn umgibt etwas, was einzigartig ist. Also muss man ihm lassen. Hm. Und jetzt habe ich zwei Ringe. Wie erkläre ich das jetzt, Flo? Okay, dann zieh ich das hier drauf. Der passt mir auch noch. Natürlich. Ist ja deiner. Mann, das ist doch crazy. Danke sehr. Nein, ich danke dir. Das ist ganz wundervoll. Ich habe jetzt gedacht, wer weiß, was passiert heute, aber ganz schön, wirklich. Hey, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Wow. Bleib ich hier zurück mit meinen. Viel Glück heute Abend. Danke. Tschüss. So, weg. Helene war wirklich beeindruckend. Ihre Faszination an meiner Kunst hat mir schon sehr geschmeichelt. Helene Fischer verzaubert, Mission erfüllt. Und denkt dran, es gibt magische Momente, die solltet ihr teilen. Aber nicht nachmachen. Um ein Ziel zu erreichen, musst du eine Idee haben und einen Plan, der die Idee Wirklichkeit werden lässt. Manchmal ist das ein langer Weg. Aber die Freude, die euch und euren Freunden dabei zuteil wird, sind ein Haufen magischer Momente. Und davon kann man nie genug haben. Bleibt magisch.